Es geschah vor über 25 Jahren, aber die Erinnerungen sind noch frisch in meinem Gedächtnis. Ich zog mit meinem Freund zusammen, der Musiker war. Zu der Zeit war ich nicht berufstätig. Unser Budget war knapp. Und als uns eine super günstige Miete für ein Haus angeboten wurde, haben wir die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Das hätte eigentlich ein Warnsignal sein müssen, aber wir waren nicht in der Lage, es abzulehnen. Es lag weit weg vom Zentrum. Wir hatten fast keine Möbel und lebten recht genügsam. Aber wir waren froh, unser eigenes Zuhause zu haben. Das Haus war einfach, aber gemütlich und schön. Und es gab noch einen kleinen Schuppen im Hinterhof, der keine Fenster hatte, sondern nur einen Stuhl, der mittendrin stand. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass es wirklich gruselig war, also habe ich diesen Teil stets gemieden. Während mein Freund den ganzen Tag in einer Musikschule gearbeitet hat, habe ich mich um das Haus gekümmert. Am Anfang war alles in Ordnung. Ich fühlte mich dort glücklich. Aber nach ein paar Wochen passierten dort seltsame Dinge. Eines Tages stellte ich einige Dosen und Zutaten auf den Küchentisch, während ich kochte. Als ich mich jedoch umdrehte, um nach ihnen zu greifen, waren sie nicht mehr da. Zuerst dachte ich, ich hätte vergessen, sie aus dem Regal zu nehmen. Aber als Dosen und Messer an zufälligen Orten im Haus auftauchten, zum Beispiel im Schlafzimmer, wurde ich aufmerksamer. Mein Freund erlebte genau dasselbe. Und wann immer er sie fand, belächelte er sie nur. Die Dinge fingen jedoch an, sich zu verschlimmern, als wir beschlossen, den Hinterhof zu säubern. Wir mähten das Gras, warfen den Müll weg und beschlossen, den Stuhl im Schuppen zu entsorgen. Mein Freund hob ihn auf und stellte ihn vor die Haustür, um es abholen zu lassen. Er erzählte mir, dass er sich in dem Moment krank fühlte, als er den Schuppen betrat. Ich dachte, er würde überreagieren, aber als ich dort drin war, fühlte ich sofort eine Schwere in der Brust und stechende Kopfschmerzen. Als wir beide rausgingen, war alles wieder in Ordnung. Es war beängstigend. Wir suchten nach einer Lösung, gingen in eine Kirche, holten etwas Weihwasser und Salz vom Priester und reinigten den Schuppen. Wir hofften, dass nun alles in Ordnung wäre. Als mein Freund zur Arbeit ging, setzte ich die Reinigung im Haus fort. Aber ich fühlte mich nicht ruhig und munter wie sonst, denn ich hatte ständig das Gefühl, dass mich jemand beobachtete. Ich überprüfte sogar die Türen und Fenster, ob jemand in der Nähe war, aber es war nichts zu sehen. Und trotzdem fühlte ich mich den ganzen Tag über unwohl und paranoid. Als mein Freund abends von der Arbeit zurückkam, fingen wir an, draußen Geräusche zu hören. Diese Gegend war ziemlich gefährlich, besonders nachts. Also war mein Freund super vorsichtig, als er nach draußen ging. Er dachte, es könnte ein Einbruch gewesen sein. Doch alles war in Ordnung. Bis auf die Tatsache, dass der Stuhl wieder im Schuppen stand. An der gleichen Stelle wie vorher. Er wurde richtig wütend darüber und dachte, dass irgendein Punk uns einen Streich gespielt hatte. Also ging er nach draußen und griff entschlossen nach dem Stuhl, um ihn kaputt zu machen und wegzuwerfen. Doch ich konnte die Panik in seinem Gesicht sehen, als er den Stuhl nicht bewegen konnte. Aus welchem Grund auch immer. Er war komplett fixiert. Nicht so, als wäre er am Boden festgeklebt, sondern eher so, als würde er 10 Tonnen wiegen. Egal wie sehr er sich anstrengte, der Stuhl ließ sich nicht bewegen. Plötzlich rannte er hinein, schnappte sich Weihwasser und Salz, machte einen Kreis um den Stuhl und begann zu beten. Plötzlich hörten wir einen lauten Knall. Unzählige Millionen von Kakerlaken krochen aus den Abflusslöchern vor dem Haus. Ich habe eine furchtbare Angst vor Kakerlaken, also war das wohl mein schlimmster Albtraum. Wir entfernten uns vom Stuhl, eilten ins Haus und nachdem wir alles im Haus überprüft hatten, schlossen wir alle Türen und Fenster ab und fuhren dann zum Haus meiner Mutter. Da der Vorfall an einem Freitagabend passierte, beschlossen wir, bis Sonntag bei ihr zu bleiben und uns zu beruhigen. Am Sonntagnachmittag kehrten wir nach Hause zurück. Und alles fühlte sich normal an. Es gab keine Spuren von Insekten und der Stuhl war immer noch an seinem Platz. Aber das Haus schien ruhig zu sein. Wir fingen an, uns ein wenig zu entspannen.
Und da ich am Freitag gerade den Kühlschrank mit Lebensmitteln gefüllt hatte, beschloss ich, etwas Schönes zum Abendessen zu kochen. Als ich jedoch den Kühlschrank öffnete, sah ich etwas, das ich nie vergessen werde. Das ganze Essen war voller Maden und es war total verwest. Der Geruch darin war schrecklich. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ich meine, der Kühlschrank war noch an und schien zu funktionieren, aber das Essen war nicht gefroren und dieser Grad der Zersetzung konnte nicht in weniger als 48 Stunden erreicht werden. Es war der ekelhafteste Anblick, den ich je gesehen habe. Ich schrie und zeigte es meinem Freund, der es auch nicht verstehen konnte. Und es gab keine Möglichkeit, dass wir irgendetwas mit den Lebensmitteln oder dem Kühlschrank machen konnten. Später beschlossen wir, endgültig dieses Haus zu verlassen und zogen in eine andere Stadt. Und zum Glück habe ich so etwas nie wieder erlebt. Aber diese Vorfälle löst in mir immer noch ein mulmiges Gefühl aus. Als ich jünger war, gab es da diesen Unfall, bei dem ein Klassenkamerad meiner älteren Schwester beim Spielen auf dem Eis ausrutschte und an einer Hirnverletzung starb. Der Name ihres Freundes war Billy. Ein paar Jahre später erzählte meine Mutter meiner Schwester plötzlich die Geschichte über Billy. Hey, erinnert ihr euch an den Jungen, der an der Hirnverletzung starb? Euer Freund Billy. In diesem Moment hörte ich, wie jemand an unsere Haustür klopfte. Unser Stockwerk bestand aus einem langen Gang mit mehreren Wohnungen nebeneinander. Und der Flur war so alt, dass die Geräusche der Menschen, die draußen herumliefen, sehr laut waren. An diesem Tag jedoch war niemand auf dem Gang zu hören. Aber jemand klopfte gerade an unsere Tür. Meine Mutter, meine Schwester und ich standen hinten im Raum und schweigten. Denn wir ahnten, dass etwas nicht stimmte. Das Klopfen hörte einfach nicht auf. Und schließlich antwortete meine Mutter: Wer ist da? Dann sagte jemand von draußen: Ist Billy hier? Ist Billy hier? Ist Billy hier? Es war eine Frau und sie stellte dieselben drei Fragen mit einer sehr trockenen Stimme. Nein, er ist nicht hier. Als meine Mutter ihr antwortete, wurde es plötzlich ganz still. Und als ich durch das Bullenauge schaute, war sie schon weg. Ich konnte keine Schritte mehr hören. Bis zum heutigen Tag frage ich mich, wer sie war. Hallo Leute, danke, dass ihr unser Video bis hierher geschaut habt. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, liken und zu kommentieren. Gerne könnt ihr unseren Horror-Cartoon-Channel mit einem coolen Merch unterstützen. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal.